Hallo und grüezi. Während die Laiendarsteller in Berlin um die Vormachtstellung am mit Schappi gefüllten Futternapf kämpfen, die verhöhnten Flutgeschädigten von Ahrweiler, die 132 Todesopfer zu beklagen hatten, ihre Verhöhner wiederwählen, spielt sich weitgehend unbeachtet viel Bedeutenderes vor unserer Nase ab. YouTube hat kurzerhand den 5 größten deutschsprachigen YouTube-Nachrichtenkanal gelöscht. Zeitgleich verbrachten Wladimir Putin und sein Verteidigungsminister Sergei Shoigu einen 72-stündigen Kurzurlaub in Sibirien. Hören wir die offiziellen Stellungnahmen von RTDE und des russischen Außenministeriums, die sich in Härte kaum noch überbieten lassen. Ist der neue kalte Krieg Merkels Abschiedsgeschenk? Der RTDE Podcast, die Nachricht. Moskau. Löschung von RTDE-Kanälen auf YouTube, klare Zensur mit Duldung deutscher Behörden. Die Löschung zweier RTDE-Kanäle durch YouTube ist Teil einer andauernden Aggression gegen den Sender. Diese wird seitens Berlin sowohl stillschweigend als auch offen gebilligt und wird angemessene Vergeltungsmaßnahmen zur Folge haben, so das russische Außenministerium. Am Dienstag hat die zu Google gehörende Videoplattform YouTube die Kanäle RTDE und der fehlende Part DFP mit der Begründung gelöscht, RTDE habe versucht, Community-Richtlinien bezüglich medizinischer Fehlinformationen in 4 Videos zu umgehen. Unterdessen bezeichnete das russische Außenministerium die Maßnahme als einen Akt beispielloser Informationsaggression und eine offensichtliche Manifestation von Zensur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit. YouTube habe mit offensichtlicher Duldung, wenn nicht sogar auf Drängen der deutschen Behörden gehandelt. Moskau hofft, dass der Schritt vom Dienstag keine mediale Version von Barbarossa ist, der Invasion der Sowjetunion durch Nazi-Deutschland im Jahr 1941. Der Kreml erklärte, dass das Vorgehen besonders zynisch ist, wenn man bedenkt, dass der 28. September, der von der UNO ausgerufene internationale Tag für den allgemeinen Zugang zu Informationen ist. Das russische Außenministerium wies darauf hin, dass Deutschland den russischen Sender viele Jahre lang schikaniert hat, einschließlich Sperrung von Bankkonten und Verleumdung. Der Zweck des aggressiven Aktes sei es, die Informationsquellen zum Schweigen zu bringen, die nicht in den für die deutsche Staatsmacht bequemen Medienhintergrund passen. Margarita Simonian, die Chefredakteurin von RT, bezeichnete die Zensur durch YouTube als einen Medienkrieg gegen Russland. Sie rief die russische Regierung auf, neben der Google-Plattform auch deutsche Medien zu sanktionieren. Das russische Außenministerium schloss sich dieser Meinung an und betonte, dass Vergeltungsmaßnahmen angesichts der Ereignisse nicht nur angemessen, sondern auch notwendig seien. Dies sei der einzig mögliche Weg, um das Interesse aller Partner an einem konstruktiven und sinnvollen Dialog über diese inakzeptable Situation zu wecken. Während die Beschwerde von RTDE bei YouTube geprüft werde, so das Ministerium, arbeite die russische Regierung an der Formulierung von Vergeltungsmaßnahmen gegen das Unternehmen sowie gegen deutsche Medienunternehmen. RTDE gehörte laut den Daten von Tubular Labs im August mit über 600.000 Abonnenten und fast 547 Millionen Gesamtaufrufen zu den 5 größten deutschsprachigen Kanälen in der Kategorie Nachrichten und Politik auf YouTube. Mehrere deutsche Banken haben sich geweigert, mit dem Sender Geschäfte zu machen. Außerdem lehnte Luxemburg den Antrag auf eine TV-Lizenz im vergangenen Monat ab, wobei Bundeskanzlerin Angela Merkel bestritt, dass dies auf Druck aus Berlin geschehen sei. Das war der RTDE-Podcast. Erklärung des Außenministeriums Russlands zur Sperrung der deutschsprachigen Projekte der Medienholding RT durch YouTube ohne Möglichkeit der Wiederherstellung der Accounts. 28.09.2021.
Die deutschsprachigen Projekte der russischsprachigen Medienholding AT sind dem Akt eines beispiellosen Informationsfeldzugs durch YouTube ausgesetzt, der bei offensichtlicher Heuchelei oder womöglich auf Betreiben der deutschen Seite organisiert wurde. Ohne Recht auf Wiederherstellung wurden die Accounts von zwei AT-Medienbetreibern, AT.de und der fehlende Part, gelöscht. Die Versuche des Internetriesen, diese eklatanten Handlungen an gewisse abstrakte Verstöße gegen die inneren Regeln des Unternehmens zu knüpfen, können nicht als Begründung dieser offensichtlichen Erscheinung von Zensur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit herhalten. Es steht außer Zweifel, dass YouTube auf solche rechtswidrigen Handlungen gegenüber dem Medienprojekt, das auf Platz 4 im Ranking der populärsten deutschsprachigen Medien in der Kategorie Nachrichten und Politik liegt, mit öffentlicher und nicht öffentlicher Unterstützung der deutschen Behörden und lokaler Medien, die Korrespondenten der russischen Sender ungeniert und nahezu offen einer jahrelangen Hetze aussetzten, darunter Sperrungen von Bankkonten, Verleumdungen im öffentlichen Raum und anderes einging. Das Ziel dieser Aggression gegenüber Projekten der russischen Medienholding ist offensichtlich. Deutsche Offizielle wollen unliebsame Informationsquellen aus der medialen Landschaft verbannen. Die US-Internetplattform und die deutschen Behörden sorgten zugunsten konjunkturbedingter Interessen, welche die selbst erklärten liberalen Normen und Werten konterkarieren, dafür, dass 700.000 deutsche Follower der genannten Online-Kanäle auf einen Schlag keinen Zugriff mehr auf die von ihnen gewählten Informationsquellen haben. Das Datum für die Umsetzung dieses Plans, man will nicht glauben, dass es sich um Fall Info Barbarossa geht, wurde besonders zynisch gewählt angesichts der Tatsache, dass am 28. September der internationale Tag des allgemeinen Zugangs zu Informationen begangen wird. Angesichts des Geschehenen, das sich vollständig in die Logik des gegen Russland entfachten Informationskriegs einfügt, sind symmetrische Gegenmaßnahmen gegen deutsche Medien in Russland, die zudem mehrmals wegen ihrer Beteiligung an der Einmischung in die inneren Angelegenheiten unseres Landes ertappt wurden, nicht nur angemessen, sondern auch notwendig. Da die deutsche Seite mehrere Aufrufe zur Wiederaufnahme der Erfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen im Bereich Schutz der Medienrechte und Meinungsfreiheit ignorierte, halten wir solche Maßnahmen für den einzig möglichen Weg, das Interesse der Partner an einem konstruktiven und inhaltvollen Dialog, um diese unnehmbare Situation zu fördern. Nach der Behandlung des Appells des TV-Senders AT mit der Bitte um Schutz vor Diskriminierung wurde beschlossen, sich an die zuständigen Behörden der Russischen Föderation mit dem Vorschlag, gegen YouTube und deutsche Medien Gegenmaßnahmen auszuarbeiten und zu ergreifen, zu wenden.